Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Die Worte der Bundesverteidigungsministerin unverständlich. Sie gehen im Lärm des Berliner Feuerwerks unter. Dann spricht Lambrecht über den Krieg in der Ukraine. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten, tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Aussagen wie diese mindestens unglücklich, dazu das Umfeld unangemessen, so die Reaktionen auf das Neujahrsvideo. So was Lächerliches, im Hintergrund ist die Böllerei und sie redet da über die Ukraine-Krieg. Ein bisschen makaber, ehrlich gesagt. Absolut unqualifiziert. Hoffnungslos überfordert. Es sei ein privat aufgenommenes Video, heißt es aus dem Bundesverteidigungsministerium, aus der Opposition deutliche Kritik. Ich habe Konsequenzen vom Bundeskanzler gefordert, dass er jetzt die Bremse ziehen muss. Denn dieses Video ist eine weitere Offenbarung, dass Frau Lambrecht die komplette Fehlbesetzung für dieses Amt ist. Und selbst der Sprecher des Verteidigungsministeriums ist ausgesprochen wortkarg. Die Worte der Ministerin in dem Video stehen für sich. Es ist nicht an mir, das zu kommentieren. Sie haben ja gesehen, dass das auf Ihrem privaten Kanal veröffentlicht wurde und nach meiner Kenntnis wurden da auch keine dienstlichen Ressourcen für eingespannt. Klar, im angemessenen Rahmen zu kommunizieren ist das A und O eines Regierungsmitglieds. Das war, um im Lambrechts Rahmen zu bleiben, ein Rohrkrepierer.